Hallo und herzlich willkommen zu meinem Kanal. Heute ist der 6.8.2020. Es ist Donnerstag. Heute war Sonja da. Es war ganz lustig mit ihr. Und ein schöner Nachmittag. Wir sind draußen gesessen und darinnen haben getratscht, lustig, Witze gemacht und so. Und Kaffee getrunken, geraucht. Ich weiß, dass ich mit meinem YouTube-Kanal ein bisschen eine Vorbildfunktion erfülle. Aber ich erzähle immer, dass ich noch rauche. Und da bin ich auch ehrlich. Ich rauche in den Videos nicht, aber ich möchte auch bis zu meinem 30. Lebensjahr aufhören zu rauchen. Das ist jetzt noch ein Jahr und ein paar Tage. Dieses Ziel habe ich mir fest vorgenommen. Zwar nicht so, dass es unumstößlich erfüllen muss, aber schon, dass ich es versuche. Weil ich finde Rauchen selbst nicht cool. Aber es ist halt das Einzige, was ich noch darf, und Alkohol und alles mögliche an Essen ist sowieso gestrichen, weil ich viele Allergien habe. Unter anderem die Histaminallergie, die Alkohol fast unmöglich macht. Und deswegen rauche ich noch, auch schon seit meinem 16. Lebensjahr oder 17. eigentlich fest. Und ich rauche gern, auch wenn es nicht gesund ist, aber möchte eigentlich aufhören damit bis nächstes Jahr. Und das ist mein Ziel. Aber deswegen erzähle ich immer davon, dass wir rauchen. Die Sonne auch raucht. Daran soll sich bitte kein Vorbild nehmen. Ich habe einfach damit angefangen, weil ich sonst nichts anderes durfte und irgendwas machen wollte, was halt Jugendliche so machen. Nicht, weil ich ein Mitläufer bin, also nicht aus Gruppenzwang, sondern weil meine Eltern auch rauchen. Mein Vater hat, glaube ich, 6 Jahre aufgehört und dann wieder angefangen. Und bei uns raucht die ganze Familie. Das ist natürlich nicht gesund, aber es war die einzige Möglichkeit, mir ein bisschen Freiraum zu schaffen zu den strikten Regeln, die ich sonst in meinem Leben habe. Und ja, aber ich merke halt, dass es mich doch sehr einschränkt, weil ich schon mit der Lunge Probleme habe und regelmäßig Lungenentzündungen habe. Und deswegen möchte ich bis nächstes Jahr rauchfrei sein. Ich war es auch schon mal. Aber ich mache mir da jetzt keinen übermäßigen Stress damit. Ich hoffe, das ist verständlich. Zu Sonja war es, mit Sonja war es sehr schön. Wir haben einen Nagel neu überlackiert, weil der eingerissen ist bis zur Mitte. Und jetzt ist wieder Lack drüber und man spürt die Kante nicht so. Aber das braucht halt eine Zeit, bis es ausgewachsen ist. Ausgewachsen ist, und das ist blöd. Sonst haben wir nicht viel gemacht. Auch so was gegessen und Kaffee getrunken, ja, und was wir immer so machen. Wir waren nicht unterwegs. Es war heute sehr warm draußen. Zwar hat Alexa nur 24 Grad angezeigt, aber ich glaube, es war wärmer. Wir sind dann nach einer Stunde auch wieder reingegangen.
weil es mir zu warm war und ich die Hitze ja nicht gut vertrage. Und ich habe sie dann um 17:30 Uhr nach Hause geschickt. Weil ich schon sehr müde bin. Und jetzt ist es 19:02 Uhr. Und ich nehme das Video auf und dann werde ich noch ein bisschen im Internet suchen, weil ich eine Digitalkamera suche. Für einen günstigen Preis. Aber mal schauen. Sonst werde ich bald abdrehen, weil ich schon sehr müde bin und das auch merke. Und morgen wieder früh aufstehen muss, weil wir zur Kerstin fahren. Morgen ist Freitag. Kerstin-Tag. Und sonst gibt's nicht viel Neues. Stimmungsmäßig geht's mir heute wieder besser als gestern. Ich merke so kleine Stimmungsschwankungen oder ja, so leichte Veränderungen in der Stimmung. Aber es ist jetzt nichts Tragisches. Morgen wird mir gut tun. Noch 2 Wochen ohne Kerstin. Aber ich muss schauen, dass das morgen geht, weil muss Antibiotika bis zum 21. August, weil ich dann die Blasenuntersuchung habe und keimfrei sein muss für die Untersuchung. Und ich habe vom Antibiotika ziemliche Magen-Darm-Probleme. Kann man sich eh vorstellen. Mir war heute auch plötzlich schlecht, das war vom Zucker, weil der Zucker radikal gefallen ist. Und dann habe ich noch einen Kaffee getrunken und dann war es wieder stabiler. Sonst fällt mir jetzt eigentlich nichts mehr ein. Manchmal zu hohen Zucker, manchmal zu niedrigen Zucker. Das habe ich manchmal, das ist bei Diabetikern manchmal teilweise ganz normal. Jetzt bin ich auf 100, 221 oder so. Und ist dann noch ein Kinderbueno und dann müsste es für die Nacht rein. Und das mache ich jeden Abend. Also ich bin über 300. Ich habe heute noch was Leichtes Abend gegessen, weil ich eh schon Magen-Darm-Probleme habe. Und ich hoffe, dass wir morgen den Termin wahrnehmen können, dass ich nicht die ganze Zeit auf der Toilette sitze und ja. Aber wird schon gut gehen. Na gut. Ich wünsche euch jetzt einen schönen Abend. Ciao. Macht's gut, eure Ines.